Ja, in diesem Video möchte ich euch eine ganz wichtige Heilpflanze vorstellen, zumindest wenn es ums Verdampfen geht, und das ist das Mutterkraut. Das Mutterkraut ist eigentlich nicht so bekannt und nicht so beliebt, weil es nämlich nicht so wirklich gut schmeckt. Aber es hat eine ausgesprochen entzündungshemmende Wirkung bei Husten, bei Asthma, bei Fieber, bei Rheuma, bei Gicht. Und wirkt dazu auch noch krampflösend. Und wann immer ihr etwas mit Entzündung zu tun habt, ist diese Pflanze wirklich gut und wichtig. Und weil sie nach nicht so viel schmeckt oder ich sag mal sogar so einen leichten bitteren Geschmack hat, findet sie bei mir vor allen Dingen Platz in den Mischungen. Also ich verdampfe sie nicht einzeln. Man kann das natürlich machen, aber in einer Mischung, in der man noch andere Komponenten drin hat, die dann zum Beispiel Husten lösen, ist diese Pflanze am besten aufgehoben. Das Mutterkraut wächst bei uns wunderbar, ist eine mehrjährige Pflanze. Das heißt, ihr sät sie einmal aus oder kauft sie als Jungpflanze. Und ich habe hier so ein von mir selbst ausgesätes Jungpflanzenexemplar. Das ist jetzt im ersten Jahr schon richtig schön prächtig geworden. Fängt jetzt langsam an zu blühen. Hier haben wir so die ersten Blütenknospen. Und hier habe ich eine, die hatte ich schon im letzten Jahr ausgesät. Die steht schon im Garten bei mir und die hat auch deswegen schon jetzt ein paar Blüten. Und ihr erntet vom Mutterkraut Blätter und Blüten. Wenn ihr sie als Tee kauft, habt ihr meistens auch die Stängel drin. Beim Verdampfen lege ich Wert darauf, dass die Stängel, zumindest die dicken, nicht dabei sind, denn die verschwenden viel zu viel Platz im Vaporizer. Wir brauchen das Kraut und die Blüten. Und hier habe ich schon mal ein kleines Sträußchen, was jetzt schon so ein paar Tage bei mir trocknet. Ihr könnt das natürlich kopfüber aufhängen an einen dunklen, luftigen Ort und dort trocknen. Das ist eigentlich die einfachste Variante und danach entfernt ihr die Blätter und die Blüten von den Stielen. Und die Stühle könnt ihr dann entweder noch als Tee trinken, also dafür verwenden, oder auf den Kompost. Das Mutterkraut ist ein bisschen empfindlich im Garten, insofern, dass die Läuse es sehr mögen. Das heißt, ihr solltet es rechtzeitig mit einem Pflanzenschutz behandeln. Ich verwende dazu immer eine Mischung aus Ackerschachtelhalm, Knoblauch, Zwiebel und einem ganz, ganz kleinen Schuss Rapsöl. Koche das sozusagen auf. Auch dazu habe ich ein Video gemacht. Und wenn man das rechtzeitig damit kontinuierlich behandelt, besprüht, dann kann man sich diese Läuse ein bisschen fernhalten. Und ein anderer Trick ist, dass ihr daneben einfach den Lavendel pflanzt. Das wirkt aber dann erst, wenn er aufblüht. Vorher ist noch nicht so viel ätherisches Öl da. Aber dann ist das auch eine gute Möglichkeit, dass ihr euch die Läuse davon fernhaltet. Wenn man die Läuse einmal dran hat, dann macht es nicht mehr so viel Spaß, das zu ernten und zu verdampfen. Man kann dann gucken, dass man vielleicht ein paar Blätter und Blüten noch findet, wo keine dieser Läuse dran waren. Das ist insofern die Herausforderung bei dieser Pflanze, aber ansonsten ist es eine, die eigentlich gut wächst und die ihr euch sehr gut selbst anbauen könnt. Das Mutterkraut wird bei 130 bis 180 Grad verdampft und findet sozusagen dann in Mischungen Platz, die in diesem Temperaturbereich verdampft werden. Und es reicht völlig aus, wenn ihr das Mutterkraut einmal am Tag in einer Mischung verdampft. Also es ist da nicht wichtig, dass das häufig passiert, sondern kontinuierlich in einer kleinen Dosis reicht völlig aus. Und es ist wichtig, dass ihr gleichermaßen auch viel trinkt, denn Entzündungen werden am besten im Körper abgebaut, wenn Flüssigkeit da ist und wenn die auch ausgespült werden können. Und ihr solltet, wenn ihr Probleme habt in dieser Hinsicht, vor allen Dingen in den Gelenken, auch darauf achten, dass ihr euch eine Ernährung zulegt, die dazu beiträgt, dass die Entzündungen nicht permanent am Lodern sind. Also nicht so viel Fleisch essen, nicht so viel Alkohol. Ihr könnt ja mal recherchieren, was da alles dazugehört.
Denn wenn ihr die ganze Zeit dafür sorgt und Nahrung zu euch nehmt, die Entzündungen befördert, dann wird es auch mit dem Mutterkraut trotzdem mühsam sein, diese Entzündungen abklingen zu lassen. Dann ist das immer so eine, wie so eine Waage. Ihr esst was, was es befördert, und ihr verdampft was, was es wieder abklingt. Und es ist immer so ein Auspendeln. Und wenn ihr mal für eine Zeit lang dafür sorgt, dass ihr eine Ernährung habt, die möglichst dazu beiträgt, dass die Entzündungen abklingen und vor allen Dingen, dass sie nicht weiter befördert werden, dann kann so ein Mutterkraut wunderbar wirken.